Ja. Ja. Jetzt höre ich ab von der Regie, dass wir nochmal einen Kommentar haben. Genau, super. Und zwar nochmal von der Elioro 97. Wenn mal zu schnell bist, kann man das noch gut kontrollieren. Du kannst nie zu schnell sein. Nein, Scherz. Es gibt gewisse Situationen, wo du musst den Speed anpassen musst. Das heisst, wenn du auf dem Sprung zukommst und du merkst, du bist mit deinem Speed viel zu schnell. Das heisst, du fliegst, weiß Gott nicht, wo weit in die Landung. Aber dann musst du schon einen kleinen Speedcheck einbauen. Also ein bisschen bremsen, ja, ganz kurz mit dem Brett, ganz schnell. Eigentlich so. Und dann wieder Fahrtrichtung. Dann musst du schon, aber rein theoretisch, oder sagen wir es mal so, meistens bist du nicht schnell. Also, du kannst eigentlich immer noch schneller gehen. Also, je schneller, desto besser. Je schneller, desto besser, genau. Okay. Anja hat eine weitere Frage in den Chat hineingeschrieben. Und zwar: Ist man dem Gegner dann auch mal böse oder fahren immer alle fair? Also, ja, fair ist. Ja, fair fahren eigentlich alle. Aber es gibt schon gewisse Gegner, die. Fahren dann etwas taktisch. Also die schauen dann, dass du schon nicht vorbeikommst. Klar ist das auch noch relativ riskant, weil du natürlich je nachdem musst gewisse Wege zumachen vor allem. Aber ich würde jetzt mal sagen, die meisten machen das nicht und schauen einfach geradeaus und sagen, ich will das erst zu sein. Aber es gibt zum Teil schon gewisse Situationen, wo sie sich gegenseitig aufregt und wo im Ziel auch böse Sprüche kommen. Also, hast du das auch schon erlebt? Ja, ich habe das auch schon erlebt. Am ersten Weltcup hat mir zum Beispiel der siebenfache X-Games-Sieger Nate Holland ist hinten in mein Board reingefahren und hat gemeint, ich sei schuld und hat mir weiss Gott nicht, was für Wörter angerufen. Okay. Und dann dürfen wir jetzt hier. Hat das auf dem Video gesehen, dass er in mich reingefahren ist. Und, ist es so sich entschuldigen, aber schlussendlich? Oder? Nein, bis heute nicht. Aber das ist auch Schnee von gestern. Das haben wir eigentlich auch so gut wie vergessen. Ja. Wir haben einen ganzen Haufen Kommentare schon gehabt von Elioro, von Fabian oder der Anja. Und ihr daheim könnt das selbstverständlich auch machen. Und zwar auf choice.ch. Und ihr könnt zu uns in die Sendung reinkommen und eure Fragen stellen. Das Thema jetzt, ihr seht es da unten, stelle Snowboard-Profi Marvin deine Frage. Das ist jetzt eure Chance. Und nützt die, wenn ihr etwas von Marvin wissen wollt. Und ich bleibe noch. Was das Ganze anbelangt wegen dem Prügeln. Einfache Frage, was muss man besser können? Prügeln oder fahren? Nein, fahren. Du kannst eigentlich gar nicht prügeln. Weil du hast überall Kameras, es wird live aufgenommen und du darfst eigentlich keine Handbewegungen machen. Also du darfst nicht schupfen, du darfst am anderen nicht an den Kopf hauen. Aber mit den Schultern kannst du so, wenn, ich jetzt, also wenn du am Fahren bist und du bist mit den Schultern nachher Sachen machen oder so, das geht? Nein, eine effektive Bewegung zum Gegner, also eine absichtliche Bewegung, darfst du nicht machen. Das klar, wenn du aus dem Gleichgewicht kommst und dann mit deinen Armen zack, ihm so ein Haus, das kann es gehen und mit dem musst du rechnen. Aber das wird eigentlich meistens auf dem Video angeschaut. Und, ja. Okay. Also, du bist ja jetzt nicht unbedingt ein riesen Fetzen. Ist jetzt das mehr Fluch oder Segen? Es gibt, ja, früher sage ich jetzt mal, ist ein Fluch, also ein Fluch würde ich nicht sagen, vielleicht ein Nachteil gewesen. Aber heutzutage sind die Strecken so technisch gebaut, also dass es schnelle Sachen, kleine Sachen gibt, dass ich halt dann als eher ein schmalerer Typ dort eigentlich schneller durchkomme wie einer, der doppelt so breit ist wie ich und das Doppelte von mir vielleicht wiegt. Ja. Also von dem her, es ist immer ein Unterschied.